Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir, Sternzeichen Krebs, deine Monatslegung April 2022 mit dir teilen und dir auf diesem Wege einfach nochmal sagen, es gibt viele Dinge, die sich im März vielleicht für dich noch nicht geklärt haben. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil der Entwicklungsprozess oder diese Lernaufgabe oder diese Blockaden interne oder externe Natur sich noch nicht ganz gezeigt haben oder nicht ganz gelöst haben. Deswegen kann es durchaus sein, dass du im Monat April noch ein paar Altlasten mit dir rumtragen wirst. Muss nicht, kann aber für den einen oder anderen Krebs sein. Warum sage ich dir das? Schon am Anfang der Legung, weil es ist wichtig, dass du verstehst, dass du immer das letzte Wort hast. Dass mit diesen Nährstoffen, seelischer, mentaler, psychischer, physischer Natur, mit den Nährstoffen, die du dein Leben nährst, die Entscheidungen, die du deinem Leben triffst, haben eine besondere Wirkung, eine besondere Aussagekraft auf dem Entwicklungsprozess, wie dein weiteres Sein verlaufen wird. Okay? Also das heißt, ich spüre hier schon eine Energie für Krebse. Glaubt an das Unmögliche. Glaubt an euch, gebt nicht auf, zeigt eure Verletzlichkeit, zeigt eure empathische Seite, zeigt auch diese Seite, wo ihr sagt, ich bedarf Hilfe, geistlicher Hilfe, okay? Denkt dran, der göttliche Plan ist immer besser wie der menschliche Plan, egal welche Altersklasse du bist. Wir reden auch hier von Menschen, die schon über 55, 60 sind. Ja, alle Kulturen, alle Nationalitäten, aber hier geht es drauf, deine Verletzlichkeit, ja, deine Empathie, deine unschuldige Art manchmal kann auch wirklich deine große Stärke sein. Warum? Weil das macht dich menschlich. Wow, das sind schon mal die Power-Energien, die ich hier spüre. Krebs, wir starten sofort. Danke Leute für eure Kommentare. Hinterlasst euer Kommentar, schaut euch auch vor allen Dingen die Videos Januar, Februar, März an von euren Horoskopen, auch eure Aszendenten. Wir schleppen viele Energien mit uns rum, auch die Wochenausblicke. Ja, hinterlasst eure Kommentare. Ich beantworte jedes Kommentar. Das heißt, aufgrund deines Kommentares kann ich dir natürlich auch noch eine weitere Hilfestellung sein, wenn du es nicht schaffst, eine private Legung zu buchen, eine zielorientierte Therapie oder sonntags bei unseren Live-Chats dabei zu sein. Ja, aber bedenke auch, auf der anderen Seite bist du aber auch eine Hilfestellung unbewusster Natur für andere Menschen mit deinem Kommentar. Also mach, schreib ruhig. Wie gesagt, ich antworte dir sehr, sehr gerne. Mach dir darüber gar keine Gedanken. Alles darf sein, kommen und bleiben, wenn es zu deinem höchsten Wohle ist. Krebs, yo, der Imperator, die Ordnung, ja. Und hier unten haben wir schon die freie Wahl, die Entscheidung, ja, auch zu zeigen, dass du manchmal überfordert bist, auch die Liebesgefühle nochmal neu zu justieren, nochmal dir unter die Lupe zu nehmen. Also hier unten haben wir schon eine Power-Energie, wo es vor allen Dingen aber auch energetisch darum geht, bewusste Entscheidungen zu treffen, auf dein Herz zu hören, deine Partnerschaften, deine Verbindungen mit der Außenwelt, deine Verbindung mit dir selber nochmal unter die Lupe zu nehmen, die freie Wahl zu haben, zu entscheiden, bleib ich, gehe ich, mache ich nicht, wie auch immer. Okay, aber vor allen Dingen den Weg in die Selbstliebe wirklich zu öffnen. Es steht alles und fällt mit deiner Entscheidung. Aber es dreht sich überwiegend auch um die emotionale Ebene, um das Herz, um die Liebe. Okay, für viele von euch. Mit dem Imperator haben wir schon echt einen mega tollen Start. Ja, warum? Weil der Imperator ist nicht nur diese Figur, wo wir sagen, es ist ein sehr geordneter Mensch, ein sehr bodenständiger Mensch, sondern es ist vor allen Dingen eine Energie, so wie ich dich hier empfinde, im Monat April, wo du viele Sachen nochmal auf die Kette bringen wirst. Es geht darum, dass du lernen wirst oder lernen darfst oder erkennen wirst, hört sich besser an wie lernen, ja, erkennen wirst, dass eine gute Organisation für deine Ziele, für deine Bedürfnisse, für deine Ordnung, für deine Stärke, für deine Verletzlichkeit im Monat April unabdinglich ist. Sei auch wirklich nicht in einer starren Haltung, sondern sei mehr in einer menschlichen Haltung. Schaue nicht nur in die Vergangenheit, sondern wenn du in die Vergangenheit schaust, blicke zurück, was du schon alles geleistet hast, was du schon alles gerissen hast, was dich alles genährt hat, was dir alles aufgezeigt worden ist. Aber kläre auch ein Thema mit Autorität, ein Thema mit Dominanz vielleicht auch, ein Thema mit in die Zukunft zu blicken, frohen Mutes, ja, jedes Hindernis nochmal anzugehen und keine Furcht davor zu haben, eine Fehlentscheidung zu treffen, weil eine Fehlentscheidung, ja, wird nicht nur dein Leben verändern, sondern wird dir nochmal vor Augen halten, Honey, sei ein bisschen aufmerksam. Aber hier der Imperator ist auch ein sehr entschlussfreudiger Mensch, der also auch wirklich genau weiß, wie er was zu machen hat, der das Zepter in der Hand hat, der aber auch auf der einen oder anderen Seite sowohl seine Gefühlsebene als auch seine Herzebene
im Einklang bringen wird und kann, um einen gesunden Nährboden zu sehen, quasi was Neues zu sehen, um auch wirklich in eine Zukunft zu blicken, wo man aus dem Unmöglichen das Mögliche machen kann, wenn man einfach nur sich ein bisschen auf eine andere intellektuelle Art und Weise äußert, wenn man auch mal einen anderen Freundeskreis vielleicht anzieht, wenn man auch mal eine Lektüre liest, also wenn man sich einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinauswagt. Im Monat April wirst du sehen, dass viele Sachen einfacher werden. Schau mal, wir haben hier schon den Teufel. Ja, ich habe gesagt, von Anfang an, es steht und fällt mit deiner Entscheidung, du hast die freie Wahl. Es kann durchaus sein, dass einige von euch im Monat April wirklich vor der Versuchung stehen werden, eine Fehlentscheidung zu treffen, sich sexuell zu jemandem angezogen fühlen, ja, vielleicht auch einen Hinterhalt zu erleben. Seid also ein bisschen vorsichtig mit Menschen, denen ihr nicht vertrauen könnt, okay, oder Situationen, die euch gezeigt werden, vielleicht im Monat April, wo es verlockend klingt, aber nachher könnte etwas nicht so Tolles dahinter stehen. Also passe ein bisschen auf, aber vor allen Dingen sagt dir auch die Energie des Teufels, hier geht es nicht nur um Anziehungskraft, nicht nur um Passion, nicht nur um Fallstricken, nicht nur um Hindernisse, um Hürden, um alles, was du möchtest, sondern hier geht es auch darum, sich mit seiner Passion in Verbindung zu setzen, mit seiner eigenen Leidenschaft, ja, mit seinem eigenen Ego, aufpassen vor toxischen, narzisstischen Beziehungen, aufpassen vor allen Dingen mit Menschen, die sehr konfliktiv sein können, ja, aufpassen mit dritten Personen, die in deinem Leben, egal auf welcher Ebene, vor allen Dingen emotional, denk dran, wir hatten ja schon die Karten der Liebenden, die Emotionen, das Herz, die Partnerschaft, irgendwie Einfluss drauf nehmen wollen. Also bist du eine Energie im Monat April, ein bisschen durch den Wind, ein bisschen zu im Ego drinne, zu sehr im Außen oder lässt dich vielleicht sehr versuchen von irgendetwas oder du bist eine Versuchung für irgendjemanden, halte eine Minute inne und guck, ob das der richtige Weg ist, ja. In der Gesundheit müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Einige kommen aus einem großen Gesundheitschaos heraus. Andere sollten aufpassen mit Suchtmitteln, aber auch mit aufpassen mit Dingen auf der Arbeit, in den Finanzen, dass man dir hier nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, ja, weil du ein bisschen zu vertrauenswürdig bist. Nichtsdestotrotz, ja, haben wir hier wirklich, da gehe ich aber später noch drauf ein, haben wir hier Gott sei gesegnet, ja, einen Krebs, der auf einmal wie aus dem Nichts heraus anfängt, wieder sein Leben in die Hand zu nehmen, das Leben zu genießen, sich eine kleine Auszeit zu gönnen auf verschiedensten Ebenen, aber auf einmal ab dem 6. März oder März sage ich schon gerade, April, ab dem 6. April wirklich gestärkt rauskommt, einen Prozess hinter sich lässt, ja, ein Happy End erzielt oder zumindest einen Plan zu erzielen, eine Harmonie bekommt, die unglaublich wichtig ist. Warum? Weil du sollst erstmal wieder zu Kräften kommen, ja, dir nochmal einen Plan B überlegen, von diesen schönen Sachen, die dir zuteil werden, nochmal neue Lebenskraft zu schöpfen, weil der 9. April kann dir nochmal einen kleinen Rückschlag geben in einer Erkrankung, in einem Disput auf der Arbeit, ein Konflikt in der Partnerschaft oder als Single nochmal einen Reinfall in der Liebe oder vor allen Dingen auch nochmal einen Schmerz aus der Vergangenheit im Thema Emotionen aufzeigen. Aber alles das darf sein, das sind alles Lernaufgaben, dass man dir sagt, hier ist etwas noch nicht ganz in Ordnung, sei also ein bisschen hellhörig, okay, aber zum Schluss geht es vor allen Dingen darum, wovor hast du Angst, wovor sollst du dich befreien, was ist noch okkult, ja, aufpassen, es gibt ein paar Fallstricken, ja, durch den Teufel, durch irgendjemanden oder durch dich selber, der vielleicht im Monat April nochmal alles durcheinander bringen möchte. Was wir ganz schön finden hier, also ich zumindest energetisch gesehen, ist einfach, dass du zu jeder Zeit die Möglichkeit hast, dich mit deinen Ängsten zu verbinden, Geheimnisse, die an die Luft kommen, Dreieckskisten kommen an die Luft, ja. Vielleicht bist du auch manchmal so ein kleiner Träumer, eine Träumerin. Lebe deinen Traum, genieße deinen Traum, höre vor allen Dingen mehr auf deine Intuition, ordne deine emotionale Welt. Das ist ganz wichtig im Monat April, damit du wirklich auch zur Ruhe findest, damit sich auch Dinge aus der Vergangenheit klären können, Vaterthema, Bruderthema, Großeltern, ja, also wirklich was im Thema Familie, Vaterfigur vor allen Dingen zu tun hat, Dominanz, Autorität, dass du da nochmal ein Hauptaugenmerk drauf wirfst, egal ob du Mann oder Frau bist. Aber Dinge, die okkult sind, dürfen ans Licht kommen. Höre auf die Signale der geistigen Welt im Monat April, ja, weil es wird dir anhand deiner Träume mehr Klarheit gebracht, es werden dir Dinge aufgezeigt werden. Du brauchst nicht nur in irgendeiner Illusion zu leben, sondern du kannst echt deinen Traum leben, egal in welchen Momenten auch immer. Wir sehen hier, dass du sehr aktiv sein wirst, ja, ab dem 12., 13. April geht es hoch her. Es kann ein Umzug sein, es kann eine Benachrichtigung sein, es kann sein, dass du etwas direkt angehst, ja, dass du etwas in die Umsetzung bringst. Irgendjemand aber auch aus der Vergangenheit,
Ja, kommt noch mal volle Power in dein Leben oder noch mal eine Situation aus der Vergangenheit, die sich noch mal aufzeigt. Mach dir keine Sorgen, okay? Das wird geklärt werden, auch wenn es dich ein bisschen aus der Fasson bringt. Ja, hier gibt es noch mal Gespräche, die geklärt werden müssen oder Situationen, die aufgeklärt werden müssen aus der Vergangenheit. Kann auch schon gestern, vorgestern gewesen sein, das ist Latte egal. Aber vor allen Dingen ist es für Krebs unglaublich wichtig, seine Finanzen zu sortieren, Ämter, Behörden, arbeitstechnische Sachen wirklich anzugehen, nichts schleifen zu lassen, zu deinem Rhythmus, okay, um dann zu klären. Habe nicht das Gefühl, dass du alleine bist. Habe nicht das Gefühl, Angst vor einem Gespräch zu haben. Habe nicht Angst davor, dich zu outen, dass du vielleicht ein Suchtmittel zu dir nimmst, ja, dass du vielleicht unter Depression leidest. Habe keine Angst, dir auch ärztliche, therapeutische Hilfe zu holen. Habe auch keine Furcht, mich anzuschreiben für eine private Legung oder für eine zielorientierte Therapie. Hole dir die Hilfe, die du brauchst. Im Großen und Ganzen wird Krebs im April ein bisschen chaotisch sein, sich aber ab dem 12., 13., wie gesagt, total sortieren. Ja, mehr in die Ehrlichkeit kommen. Gefühle werden geklärt werden. Du wirst nochmal auf irgendeinem Grund die Chance bekommen, in der Liebe aufzublühen mit deinem aktuellen Partner oder Partnerin. Oder hier trennt man sich. Ja, ich sehe keine direkte Trennung. Ich sehe nur eine Distanz, eine Krise in einer Partnerschaft, eine räumliche Distanz auch. Aber ich sehe jetzt keine direkte Trennung, obwohl es für den einen oder anderen durchaus passieren kann, weil wir haben hier schon die Untreue, ja, oder die Selbstlüge dir selber gegenüber oder durch deinen Partner, deine Partnerin oder durch außenstehende Personen. Aber im Großen und Ganzen kommt hier, wie gesagt, etwas aus der Vergangenheit, was geklärt werden darf. Schau es dir an, bye, auf Wiedersehen und tschüss, lieber. Ja? Ein Fortschritt kommt vor allen Dingen in dem Moment, wo du bereit bist, eine klare Entscheidung für dich zu treffen. Möchtest du als Single in eine Partnerschaft gehen, ja? Und du schreist unbedingt wieder nach diesem Ex-Partner oder diese Ex-Partnerin nach dir. Ihr werdet euch nochmal die Möglichkeit geben, der ein oder andere, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber wir sehen schon, dass so bis Ende April, Anfang Mai womöglich diese Partnerschaft wieder auseinandergehen kann. Und da fragt man sich, ist es gut, die Vergangenheit nochmal aufzuwuseln oder soll man sie nicht einfach besser ziehen lassen, um sich dem Neuen zu öffnen und vor allen Dingen zu erkennen, dass noch viel mehr Potenzial in dir steckt. Aber arbeite auch an deiner mentalen, rationalen Seite. Ja, wenn ihr nicht die Vergangenheit möchtet, es kommt jemand, ja, frohen Mutes auf dich zu. Jemand, der vom Sternzeichen Schütze, Widder, Löwe sein könnte, muss nicht, kann aber, ja, oder bringt zumindest die Energie mit sich. Es gibt Spannung, es gibt, wow, alles Mögliche in dieser Konnektion, vor allem viel Sexualität. April ist für viel Sexualität, für viele von Bedeutung. Für all die, die schon über 55 seid, ja, hier geht es nicht mehr um Sexualität, sondern hier geht es einfach nur um Urlaube, um das Leben zu genießen, um jemanden mit Streicheleinheiten zu verwöhnen oder mit einem netten Wort, nochmal die Zeit zu verbringen, jemand, der dir aus einer Depression helfen kann oder für jemanden, den du da nochmal einen Antrieb sein kannst, ja. Familiensituationen werden sich für die ältere Generation auch klären. Vor allen Dingen die internen Konflikte, diese Zerrissenheit wird sich für die Leute ab 55 aufwärts wirklich klären, weil du nochmal die Chance bekommst, in der Liebe, in deinem Leben, in deinem Sein nochmal dich zu öffnen und nochmal das Gute anzuziehen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Okay? Also Singles, ihr habt die Möglichkeit, jemand Neuen auch in eurem Leben zu lassen. Der Prozess, wann jemand kommt, ja, oder wie lange jemand bleibt, steht auch viel damit, wie ihr euch selber bereit seid zu teilen, wie sehr ihr euch gelernt habt zu identifizieren mit einer Partnerschaft, ja, wie sehr ihr euch integriert oder mit einbringt, wie viele Bedürfnisse ihr selber habt, ja, wie stabil ihr alle beide seid, auch unabhängig voneinander und miteinander. Du hast einen großen Freiheitsdrang im Monat April, ja, es geht auch um Vertrauen vor allen Dingen bei dir. Vertraue auf dich selber, vertraue auf die geistige Welt, vertraue auch auf andere Menschen, wenn sie dir wirklich das Vertrauen entgegenbringen. Und wenn deine Intuition sagt, hier ist was im Argen, aufpassen, okay? Aber ansonsten, die Finanzen werden weiter so fließen. Ich sehe jetzt keine große Einnahmequelle, aber auch keine große Ausgabe, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, sei ein bisschen achtsam, passe auch ein bisschen auf hier, wenn es darum geht, Dinge, die verpflichtend sind, zu bezahlen. Du wirst auch aufgefordert, einen Kraftaufwand zu machen in der Finanzlage, wenn du schwanger bist oder schwanger wirst, aufzupassen, dass diese Geburt, diese Schwangerschaft ruhig verlaufen kann. Ja, aus einer Unzufriedenheit eine Zufriedenheit zu machen. Fortbildungen, Studien, zweite Arbeitswerdegänge, eine neue Arbeitssituation, ein neues Arbeitsleben, Arbeitsklima generell, nochmal
ein bisschen mehr anzukurbeln, okay? Und aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen, weil du hast die Kapazitäten. Ja, raus aus alten Erinnerungen, raus aus alten Gewohnheiten, raus aus alten Geschichten, rein in die Kraft, rein in das Neue. Nur aufpassen, dass dein Kopf dir nicht immer einen Streich spielt, ja? Aber im Großen und Ganzen ist diese Legung mehr dafür gedacht, zu schauen, wie sieht es im internen Leben von Krebs aus? Und was Krebs möchte, ist ankommen. Familie, Wohlbefinden, Sicherheit, ja, keine großen Streitereien, sondern wirklich, dass sich alles wirklich legt. Und hier geht es darum, wachse spirituell, lebe deine Freiheit, lebe die Liebe, nehme dieses Gefühl der Sicherheit an, was sich dir gezeigt wird. Wage auch wirklich mal, über den Tellerrand hinauszukommen. Es kommt viel Bewegung in dein Spiel, vor allen Dingen im Familienleben, im emotionalen Leben auch, okay? Ein Umzug, eine Fortbildung, eine Reise. Also es kann hier viel in Bewegung kommen, intern, aber auch extern. Du wirst sehr kommunikativ sein. Du wirst also in aller Munde sein, gesprächsmäßig in aller Munde sein, in Gedanken von vielen Menschen. Oder du wirst auch sehr viel kommunizieren, aufgrund der Arbeit, aufgrund Familie, aufgrund Ärzte, aufgrund Liebe. Du wirst also wirklich einen großen Kommunikationsfluss haben, aber bedenke, ja, es steht und fällt alles mit deiner Entscheidung. Du entscheidest, ob etwas gut wird, du entscheidest, ob etwas länger dauert, du entscheidest, ob etwas vielleicht verspätet kommt. Was man von dir fordert, ist Disziplin, ist Wachsamkeit, ist Ehrlichkeit, ist Vertrauen, ist wirklich auch einen Weg zu gehen, der eine neue Richtung für dich einschlagen kann, aber die wirklich den Erfolg bringen kann, immer wenn du es zulässt. Er W, M, D, G, V, P und das N können von besonderer Bedeutung sein für den einen oder anderen, ja? Also wie gesagt, der 10. wird Familie pur, wird Harmonie pur, wird Sicherheit pur, wird Erlebnis pur. Der 6. bringt dir nochmal so einen Aufschwung. Der 9. kann dich nochmal zu Boden zwingen. Mental, emotional, ja, durch Erkrankungen. Aber auf der anderen Seite wirst du an dem 9. direkt schon das Gefühl haben, wieder aufzublühen. Also Partnerschaften, ja, können hier nochmal das Rad rumdrehen und in die Liebe kommen, ins Glück kommen, sich gegenseitig stützen, weil der eine vielleicht krank ist oder der andere gerade Aufmerksamkeit braucht, okay? Hier kommt nochmal eine Bewegung rein. Aufpassen, dass ihr euch nicht gegenseitig untreu werdet oder euch was verheimlicht. Aber die Partnerschaften, es gibt viele, die mega rund laufen. Es gibt Sternzeichen von Krebs, die absolut spirituell sind, die absolut im Erfolg sind, ab nach vorne, okay? Verzeiht, wichtig ist, dass ihr kommuniziert, dass ihr ehrlich zueinander seid, in einer Partnerschaft, in einer Situation mit anderen Menschen, aber vor allen Dingen mit dir selber. Ordne alles, was zu ordnen ist. Gebe dir den Raum und die Zeit, Dinge nochmal zu überprüfen. Und das ist eigentlich die Message im Monat April für dich. Ja, lasse deinen Kommentar, ich beantworte ihn dir. Aber wenn du mehr wissen möchtest, wirklich in einer privaten Legung, nutze diese oder eine zielorientierte Therapie, wo wir gerade die Vergangenheit, gerade diese Verwurzelungen, gerade dieses Urvertrauen, gerade diese ganzen Blockaden wirklich in einer Sitzung bis spätestens zwei Sitzungen rauskatapultieren können und du dann wirklich ganz schön in deinem Flow bist und fließen kannst, damit das, was eigentlich für dich vorhergesehen ist, auch fließen kann. Vertraue mehr auf dich. Das ist das Wichtigste. Vertraue echt auf dich. Okay? Krebs, ich wünsche dir eine wunderschöne Erneuerung in deinem Leben, April, eine neue Geschichte, einen neuen Fortschritt. Verzögern sich die Sachen, denk dran, ist es, weil ein Prozess noch nicht ganz gegeben ist. Sonntags 19 Uhr hier auf YouTube starten wir unseren Live-Chat. Sei dabei, wo ich auch eure Fragen beantworte. Und gib dem Leben wirklich die Farbe, die dich glücklich macht, weil das Leben ist es wert, ihr seid es wert, okay? Es darf alles sein. Es wird ein mega prickelnder Monat, vertrau mir, also mega, mega schön. Aber es steht und fällt natürlich mit deinen Entscheidungen. Leute, ich danke euch ganz lieb. Danke, dass ihr auch Like teilt, kommentiert, abonniert, Glöckchen drückt, okay? Dass wir als Familie so wachsen können. Und jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch alles Liebe, Krebs, und wir hören uns. Bye.